Jeder Rossetrend geht einmal zu Ende. Nach fast 10 Jahren Aufschwung bei uns wackeln die Märkte erheblich und auch die konjunkturelle Lage verschlechtert sich. Herzlich willkommen zu Gewinn mit ETF, dem Forum der Experten. Wir schauen uns die Signale der technischen Analyse genauer an und dazu bedienen wir uns bewährt der Expertise von Achim Matzke, Leiter technischer Analyse und Index Research der Commerzbank. Und da wir alle Signale möglicherweise mit ETFs umsetzen wollen oder können, steht Thomas Meyer zu Drewer bereit, Leiter von ComStage. Beginnen wir gleich mal mit der jüngsten Entscheidung der Notenbanken. Amerika hat die Zinsen gesenkt und die EZB hat es möglicherweise angedeutet, hat aber noch nicht gehandelt. So, jetzt haben wir hier den T-Note Future. Da muss man das Ganze ein bisschen umgekehrt sehen. Wir sehen hier, die Kurse steigen und die Zinsen fallen. Ja, so ist es. Ja, es bezieht sich auf die 10-jährigen amerikanischen Anleihen. Und seit Anfang des Jahres sozusagen, seitdem ein bisschen schwächere Konjunkturdaten kamen und auch zuletzt natürlich befeuert durch die Diskussion über Leitzinssenkung. Und jetzt haben wir auch die erste gesehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit folgen weitere. Hinzu kommt allerdings natürlich auch die politische Unsicherheit und die weltweiten Konjunktursorgen. Und man sieht steile Aufwärtstrend. Es ist auch eine Art Flucht in Sicherheit, muss man sagen. Meine große Gelder, wo steckt man die hin? Mhm. Und es sollte bis in Richtung der Tops laufen, die wir früher gesehen haben. Das wären Renditen von ca. 1,3 für 10-jährige amerikanische Anleihen. So, also ein klarer Trend. Und den gucken wir uns mal eben bezogen auf Deutschland an mit dem Bund Future. Ja. Yeah. Hier haben wir eine vergleichbare Situation. Mhm. Anfang des Jahres sozusagen, es lief ja seitwärts und dann mit dicken Kaufsignalen sind wir sozusagen angesprungen. Konjunkturschwäche, natürlich auch die Erwartung, dass die EZB noch mal was macht, aber natürlich auch die gerade schon genannten Argumente und das ist ja ein richtiger Run in die sozusagen Anleihen. Wir sind ja bei minus 0,6% mittlerweile von der Rendite her. Bisschen überkauft, würde ich sagen, von der Situation, aber man darf sich nicht wundern, wenn es bis wie bei Schweizer 10-Jährige bis minus 0,8 läuft. Wie kann jetzt der ETF-Anleger reagieren, also kann den Bundfunktion kaufen? Ja, kann er auf jeden Fall als ETF. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Trend setzt sich fort, die Zinsen fallen weiter. Dann kann er entsprechend auf einen ETF setzen, der long ist. Oder er glaubt, der Zins wird steigen. Dann werden entsprechend die Bondkurse zurückgehen. Und dann ist natürlich ein Short-ETF auf dem Bund Future ein gutes Instrument, um daran teilzuhaben. Mhm. So, dann wollen wir mal gucken. Das Ganze wirkt sich natürlich auch auf die Währung auf. Normalerweise ist es ja so, das Land, das also die Zinsen senkt, bekommt eine schwächere Währung. Aber hier mit dem Euro und dem Dollar war es in Amerika komplett umgekehrt. Ja, so ist es. Es ist allerdings nicht nur am kurzen Ende, wie die Zinsen zueinander stehen, sondern natürlich auch die am langen Ende. Und da muss man sagen, sind sozusagen in beiden Ländern gleich die Zinsen gefallen. Im Endeffekt bewegt sich hier eigentlich unheimlich wenig dafür, dass so viel Neues im Markt ist, so viel auch geopolitische Diskussion. Im Endeffekt muss man sagen, kriegt die EZB sehr geschickt hin, für Südeuropa den Euro sozusagen schwach zu halten. Und hier fehlt aber ein neues Signal. Wahrscheinlich hängt es auf dem aktuellen Niveau seitwärts fest. Mhm. Aber hier, da gibt es ein Niveau, da hängt nicht so viel fest. Das ist jetzt das britische Pfund zum Euro. Und nachdem jetzt ein No-Deal droht, geht es da richtig abwärts. Wir sind fast bei 1:1. Ja, so ist es. Hier haben wir die Situation 2016, als die Abstimmung war, kam das britische Pfund massiv unter Druck. Also fallende Kurse bedeutet fallendes britisches Pfund. Danach eine Phase der Ruhe, auch des Abwartens, was die Politik hinbekommt. Und jetzt muss man eben sagen, okay, man hat sich ja irgendwie da gegenseitig blockiert. Und jetzt mit Herrn Johnson, der ja den No-Deal-Brexit durchaus provoziert, kommt es hier weiter unter Druck. Also man darf sich nicht wundern, wenn die Schwäche des britischen Pfundes sich weiter fortsetzt. Mhm. So. Der ETF-Anleger hat das Thema Währung auf der Agenda. Was tut er eigentlich? Er kauft seine ETFs bei uns immer nur in Euro. Ja, das ist die Handelswährung, aber er muss natürlich darauf achten, wie die Fondswährung ist. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt den FTSE 100, den Standardindex, auf den britischen Markt kaufe, dann ist der natürlich im britischen Pfund gepreist. Und insofern spielt natürlich die gerade erläuterte Währungsrelation eine Rolle. Vielleicht ganz kurz auch zum britischen Markt. Es lohnt sich auch, auf den zu schauen. Da viele der Unternehmen ja nicht nur aus dem Inland Geld verdienen, sondern globale Unternehmen sind. Das ist eine oft gestellte Frage. Globale Unternehmen, deshalb ist natürlich nur aufgrund des Brexits
der FTSE 100 womöglich nicht ad acta zu legen. Mhm. So, und wir haben gehört, Flucht in die Sicherheit. Wo fliehen wir denn hin? Wir fliehen, oder die meisten Anleger tun das, ins Gold. Das ist richtig angesprungen. Noch stärker ist sogar Silber angesprungen. Also kommen wir wieder auf das alte Hoch von 1.921 Dollar pro Feinunze? Ja, das ist ja in US-Dollar gesehen. In Euro ist es ja gar nicht so weit weg, weil der Euro ja auch ein bisschen geschwächt hat. Aber hier ist eigentlich ein sehr gutes Bild zu sehen. Wir haben ja von 2001 bis 2012 eine enorme Aufwärtsbewegung des Goldes gehabt. Danach ging es für mehrere Jahre seitwärts, aber das hohe Niveau wurde verteidigt. Und oft sagt man ja auch so, ah, Gold bringt ja keine Zinsen. Die Zinsen bringen ja jetzt negative Zinsen. Das heißt, wenn ich keine Zinsen bekomme, ist es ja schon positiv. Und auch vor dem Hintergrund der Unsicherheit, der geopolitischen Unsicherheit und der Lockerung der Notenbankpolitik darf man sich nicht wundern. Gold ist angesprungen mit einem dicken Kaufsignal. Es wird mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen. Also das heißt, man kann Gold mit Hebel kaufen, Minenwerte. Goldminenwerte, die gibt es natürlich in Form von ETFs. Die gibt es in Form von ETFs für den aufgeklärten Anleger. Da muss ja klar sagen, Goldminenaktien, da stecken zwei wesentliche Dinge drin. Gold, über das haben wir gerade gesprochen, aber eben auch Aktien. Aber natürlich, ein stark ansteigender Goldpreis lässt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, bei den doch immer effizienteren Produktionsmethoden, dass die Gewinne steigen. Und das haben wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder hier in dieser Sendung gemeinsam beobachten dürfen, dass eben es wie ein Hebel ist und Goldminenaktien durchaus überproportional steigen können. Aber wie gesagt, ganz wichtig an dieser Stelle, für den, der ein Auge drauf hat und sich des Risikos bewusst ist, allenfalls eine Beimischung, kein Hauptinvestment. So, wie wirkt sich das Ganze jetzt auf die Aktienmärkte aus? Das müssen wir uns nun mal genauer noch anschauen. Das machen wir sozusagen staccato-mäßig, immer so zwei, drei Sätze zu jedem Markt. Und da wollen wir mal gucken, wie das jetzt gehen könnte. Wir beginnen natürlich als erstes mal in Amerika, oder wir gucken mal, wo wir beginnen. Da haben wir Amerika und mit dem S&P-Index, den Breiten, schauen wir uns an. Also das sieht ja aus, als wenn der Aufwärtstrend immer noch so, naja, angeschlagen ist, aber nicht, noch nicht so richtig kaputt ist. Wir haben zumindest eine sehr schöne Aufwärtsbewegung im ersten Halbjahr 2019 gehabt, haben ja auch neue Allzeithochs erreicht. Also so gesehen war es eine sehr positive Entwicklung, Amerika in so einer Art Führungsrolle. Aber dieser schöne Aufwärtstrend ist auch zur Seite verlassen. Und das signalisiert für den Rest des Sommers und auch für den Frühherbst erstmal holprige Wegstrecke jetzt. Wir haben 6, 7 gute Monate gehabt. Holprige Wegstrecke ist in der Hinsicht ein bisschen schwierig für die anderen Märkte, weil sie sozusagen dem schönen Aufschwung in den USA auch nur halbherzig gefolgt waren. Also, da haben wir nur holprige Wegstrecke. Was haben wir hier? Das sieht schon nach Abwärtstrend aus. Ja, genau. Das ist der japanische Nikkei. Und hier sieht man schon, dass man der amerikanischen Börse auch gar nicht gefolgt ist, sondern seit 2 Jahren in einer Seitwärtsbewegung festhängt. Und es schwächelt. Und das, obwohl die Notenbank ja kontinuierliche Aktien kauft und man sehr gut sehen kann an den Umsätzen, wie die praktisch den Markt leer kaufen sozusagen, es aber letztendlich den Aktien nicht hilft. Also der japanische Aktienmarkt ziemlich uninteressant, auch vor dem Hintergrund, dass die Währung festgeht als Hafen der Sicherheit. Dann gucken wir mal nach Europa, und das sieht natürlich nicht so schön aus, aber da bei diesen kleineren Werten, da scheint sich das noch ganz gut zu halten im Augenblick. Ja, zumindest hängt es seitwärts fest. Und da muss man sagen, in der Gesamtheit ist halt Europa nicht so ungünstig zusammengestellt wie der deutsche Markt, weil es nicht so gesamtkonjunkturlastig ist. Wir sind ja sehr Auto-, Maschinenbau- und Chemielastig. Also hier ist eine Art Seitwärtsmarkt angesagt. Im Augenblick habe ich aber weder ein richtiges Kauf- noch ein Verkaufssignal. Also man muss so eine Art Schaukelbörse mit kurzfristigen Schwankungen für den Rest des Sommers erwarten. Ja, das wäre ja noch sozusagen die harmlose Variante, aber Sie haben jetzt natürlich erwähnt, was mit dem DAX ist. Der ist ja auch heute wieder ein bisschen schwächer. So, und das sieht jetzt so aus, als wenn hier so eine obere Wende sich andeutet. Ich will es mal so formulieren, oder fängt er sich nochmal wieder? Ja, zumindest sollte man im Augenblick kurzfristig defensiv sein, weil wir hatten ausgehend hier von ungefähr 10.900 Punkten, haben wir eine schöne Aufwärtsbewegung gefahren bis in Juli und bis auf 12.600 hoch. Und aus diesem Trend sind wir halt zur Seite rausgefallen mit einem Take-Profit-Signal, mit einem Gewinn-Mitnahmesignal. Das war die erste Abwärtswelle. Die hat sich zwar hier stabilisiert, aber es ist durchaus möglich, dass wir eine zweite Welle fahren in Richtung 11.000. Und dann sind vielleicht auch die Risiken eingearbeitet. In der Summe sieht man, dass der deutsche Markt etwas schwächer ist als die anderen Europäer aufgrund der Zusammensetzung. Wir sind
konjunkturlastig und die Konjunktur fängt an zu schwächeln und die Zusammensetzung sorgt dafür, dass der DAX sozusagen im relativen Vergleich etwas schwächer dasteht. Also zu früh zu kaufen. Ja, gut. Also jetzt gar nichts tun, wenn man zu Dreh war, abwarten oder sagen, naja, Amerika ist immer noch ganz gut dabei oder kleinere Werte in Europa kann man auch jetzt kaufen. Für alles gibt es ja ETFs. Sicherlich für den, der kurzfristig orientiert ist, und deshalb sind wir ja auch hier mit der Chartanalyse von Herrn Matzke, kann auf das eine oder andere setzen und das auch eben sehr oft umschichten. Für den, und das ist ja die viel interessantere Frage, was ist mit denjenigen, die einen Sparplan haben? Ja. Da heißt es durchhalten, nicht nervös machen lassen. Denn das ist letztendlich eins der Erfolgsrezepte hinter dem Sparen, langfristig investieren, gerade auch mit Sparplänen. Solche Momente nutzen, weiter durchhalten, verbilligt die Kurse, Durchschnittskosteneffekt und führt für denjenigen, der Zeit hat, im Endeffekt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem entsprechenden Vermögenszuwachs. Mhm. Denn jetzt kaufe ich natürlich mehr Anteile, als ich kaufen würde, wenn die Kurse entsprechend hochstehen, bei 12.656 beispielsweise. Wenn Sie das nochmal so zusammenfassen, ist das jetzt noch eine unklare Situation oder sind wir in einem Bässe-Trend weltweit mit hier und da noch einigen Verzögerungen? Nee, das sind wir nicht, sondern wir sind in einem Zweikampf zwischen Konjunkturabkühlung plus politischen Belastungsfaktoren auf der einen Seite und der Lockerung der Notenbankpolitik, die einsetzt, sozusagen der Notenpresse, die im Regelfall sich mittelfristig positiv auf die Aktienmärkte auswirkt. Und je nachdem, welches dieser beiden Gewichte oder Argumente gerade am Markt dominiert, haben wir kurzfristige Auf- und Abwärtsrallys. Im Augenblick betont der Markt die Risiken. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also schwierige Zeiten haben wir alle mal und man muss Nerven behalten, wie wir es gehört haben, und sich unter Umständen genau neu positionieren in einzelnen Fällen. Aber man sollte jetzt nicht gleich das ganze Depot leer räumen, weil der Untergang droht. Wie immer können Sie diese Sendung nochmals sehen im Internet. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.